Hallo, willkommen hier im Walgau in meiner Heimatgemeinde hier in Satainz. Ich bin hier aufgewachsen, hier habe ich meine Kindheit erlebt und hier bin ich zu Hause. In den letzten Wochen hat mich der türkise Rucksack begleitet auf meinem Weg und ihr habt mir eure Anregungen und Ideen mit auf den Weg gegeben. Es sind viele Zusendungen gekommen und ich möchte euch dafür Danke sagen. Jetzt möchten wir gemeinsam einen Blick mal hineinwerfen. Ich möchte euch einen Eindruck geben, was für Ideen gekommen sind und eine Karte herausziehen. Ein Mann aus Lustenau hat mir geschrieben und er hat mir von der Seele gesprochen. Er hat gemeint, ich möchte Politiker mit ehrlicher, verständlicher und deutlicher Sprache. Für mich ist ehrliche und verständliche Sprache von Anbeginn ein ganz wichtiges und großes Anliegen. Es ist mir in den Gesprächen mit euch allen umso mehr wieder bewusst geworden, wie wichtig es ist, zuzuhören. Und zwar genau zuzuhören, denn wenn man versteht, worum es geht, dann kann man Dinge verändern. Ein gutes Verständnis ist für mich die Basis dafür, um gute Lösungen miteinander zu entwickeln und in eine gute Zukunft hinzuarbeiten. Ich wurde oft gefragt, auch in den letzten Wochen, was ich denn eigentlich für Vorarlberg in Wien bewegen möchte. Und ich habe dort gerne immer wieder das Bild hergenommen, dass ich Brückenbauerin sein möchte. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass in Wien, das so weit weg ist von Vorarlberg, gehört, gespürt und auch gesehen wird, was wir Vorarlberger sind, was wir ausmachen, was unsere Region ausmacht, wofür unser Ländle steht. Und umgekehrt ist es für uns Vorarlberger ganz entscheidend zu hören, was für Entscheidungen in Wien gefällt wurden und warum sie gefällt wurden. Und diese Brücke möchte ich bauen mit den Fundamenten hier in Vorarlberg und in Wien. Ich danke euch, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und wer mir noch weitere Anregungen geben möchte, kann das gerne tun auf meiner Homepage www.martina-s.at. Bis bald!